Deutscher Nationalitäten Kindergartenpädagogen und Lehrerinnen legten in den vergangenen Wochen erfolgreich ihr Staatsexamen in Sexart ab an der Fakultät für Kulturwissenschaften, Erziehung und ländliche Entwicklung der Universität Fünfkirchen. Die frisch Absolvierten werden von den Nationalitäten Kindergärten und Schulen mit offenen Armen empfangen. Es waren 13. Und in etwa die Hälfte davon waren Kindergartenpädagoginnen und die Hälfte waren Lehrerinnen. Nicht alle oder nicht jede Studentin konnte daran jetzt teilnehmen. Wir gehen davon aus, dass auch am Ende des nächsten Semesters, also im Januar, weitere Studierende dann ihr Studium abschließen können. Wir versuchen, das Praktische mit dem Theoretischen zu verkoppeln. Gerade deshalb sprechen wir über komplexe Thesen. Der erste Teil besteht aus theoretischen Kenntnissen und der zweite Teil aus praktischen. Von einigen konkreten Studierenden, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, weiß ich mit Sicherheit, dass sie ihr Leben vorerst nicht hier in Ungarn vorstellen, sondern sie versuchen dann auch in Österreich, auch in Deutschland werden Kindergartenpädagoginnen und Lehrerinnen gesucht. Und die versuchen dann auch ein wenig im Ausland zurechtzukommen. Ob sie dann tatsächlich bleiben oder zurückkommen, darauf kann man keine Antwort geben, aber sie versuchen dort eine Karriere zu starten. In Sexart hat die Ausbildung für den ungarndeutschen Bildungsbereich jahrzehntelange Traditionen. Die Studierenden kommen in erster Linie aus den von Ungarndeutschen bewohnten Siedlungen der Tolnau und Branau. Natürlich, die Familie spielt auch eine wichtige Rolle, klar. Aber seit einigen Jahrzehnten haben wir ein sehr gut ausgebautes Unterrichtssystem vom Kindergarten bis zum Abitur. Und wenn wir Studierende haben, die zum Beispiel eine Nationalitätenschule und danach eventuell ein Nationalitätsgymnasium besuchen konnte oder zum Beispiel Mitglieder in der GEOTU sind oder meinetwegen in einer Tanzgruppe tanzen, in einem Chor singen oder gesungen haben, was auch immer. Also diese Nationalitätenwurzeln, diese Identität stammt ja nicht unbedingt von der Familie. Es gibt auch Studierende, die natürlich diese Familienhintergründe haben, aber es gibt auch Studierende, die diese Identität in Schulen, in Nationalitäten, Gymnasien bekommen haben und die dann auch damit ganz gute Deutschkenntnisse erworben haben. Ich würde sagen, es fluktuiert. Also jetzt haben wir momentan, also das kann man sich so vorstellen wie eine Welle. Wir haben manchmal einen Wellenkamm, das ist jetzt die Höhe und jetzt haben wir leider die Tiefen. Agnes Klein berichtete mit großer Freude darüber, dass ab September 2022 der Anteil der in deutscher Sprache zu absolvierenden Kreditpunkte von 15 auf 50 erhöht wird. Sie bedankte sich bei Parlamentsabgeordneten der Ungarndeutschen, Emmerich Ritter, und der LDU dafür, dass sie die dazu nötige ergänzende Unterstützung erreichen konnten. Die Anzahl der Credit Points für die deutschsprachige Ausbildung, ob das jetzt Praktikum oder Theorie ist, wurde auf 50% erhöht. Womit das Ziel ist eindeutig, die Sprach- und Sprechkompetenzen zu erhöhen. Außerdem auch in Krippenpädagogik, also für die Erzieherinnen, für die Krippen, ist es möglich, Deutsch als Nationalitäten-Spezialität zu wählen. Diese Erhöhung von den Credit Points bedeutet natürlich auch extra Kosten, eindeutig. Das heißt, dass Sie einige Seminare, einige Vorlesungen auf Deutsch bekommen werden. Und dafür brauchen wir Leute, die dann diese spezifischen Fächer auf Deutsch unterrichten können. Studierende im Bereich Nationalitätenpädagoge werden von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen seit einigen Jahren auch mit Stipendien gefördert. Sie erhalten nicht nur während des Studiums, sondern auch nach ihrer Anstellung eine Unterstützung.